Ja, auch ich begrüße Sie. Ich freue mich, dass Sie doch relativ zahlreich gekommen sind. Denn Chorinistik ist auch ein sehr schönes Fach, wie Sie feststellen werden. Mein Name ist Yvonne Schulz-Zinder. Ich bin Leiterin der Chorinistik an der Universität Hamburg und Professorin für den Bereich Gegenwartskulturen Ostasiens. Ja, im Folgenden möchte ich Ihnen zum einen Inhalte, zum anderen Themen, aber auch die Arbeitsweise der Chorinistik näher bringen. Vorweg vielleicht einfach mal die Frage, gab es irgendjemand unter Ihnen, der oder die schon in Korea waren? Sie nicht, das sind meine beiden Studierenden, die können Sie nachher auch noch mal fragen. Sonst jemand von Ihnen? Nein. Und warum interessieren Sie sich für Korea? Gibt es, sind Sie speziell deswegen hierher gekommen oder sind Sie vielleicht eher hergekommen, weil Sie so einen allgemeinen Überblick über verschiedene Fächer, einen allgemeinen Überblick über verschiedene Fächer bekommen? Gibt es vielleicht K-Pop-Jünger? Ah, ich sehe ein Lächeln da, zwei. Ja, da vielleicht auch noch. Ja, Chorinistik, also der Eingang zur Chorinistik ist heutzutage K-Pop, also die sogenannte Populärkultur Koreas. Aber Sie werden im Studium auch feststellen, dass Chorinistik mehr ist als nur die Filme, die neuesten Filme und Schlagersänger. Was ist Chorinistik an der Universität Hamburg? Also wie Sie wissen, wenn Sie sich schon darüber informiert haben, haben unterschiedliche Universitäten ein unterschiedliches Profil. Chorinistik ist nicht sehr häufig vertreten in Deutschland. Hier in Hamburg verstehen wir uns zum einen als Philologie. Also Philologie, das heißt, wir beschäftigen uns mit Texten und auch Filme sind Texte. Und das wiederum heißt, das ist auch eine Besonderheit von Hamburg und überhaupt der Fächer im Asien-Afrika-Institut, dass sie als Instrument die Sprache intensiv lernen müssen. Nicht müssen, es ist auch eine Chance. Es gibt ihnen nämlich die Chance, auch eine Innensicht zu bekommen nach Korea hinein. Also was sind gesellschaftliche Debatten, welche Filme kommen hier an und welche Filme kommen in Korea an oder lösen irgendwelche Diskussionen aus. All das können Sie dann hinterher bewerten, wenn Sie an das Ende des Studiums gekommen sind und Koreanisch auch bei uns gelernt haben und einen Auslandsaufenthalt, also meistens als ein Semester lang absolviert haben. Und wir verstehen uns auch als Kulturwissenschaft. Das Kulturwissenschaft heißt eben, wir beschäftigen uns mit einzelnen kulturellen Phänomenen. Hier in Hamburg besonders ist der Schwerpunkt auf dem 19. bis 21. Jahrhundert. Sie bekommen natürlich vorweg eine landeskundliche Übersicht und eine historische Übersicht. Also Sie können heutzutage Korea nicht verstehen, wenn Sie nicht auch so die Grundlagen der Geschichte kennengelernt haben. Ja, was sind so kulturelle Phänomene? Das kann zum Beispiel die sozialistische Kultur sein in Nordkorea, Populärkultur, auch die können Sie wissenschaftlich untersuchen und nicht nur konsumieren. Sie können sich überlegen, warum gibt es diese Populärkultur, warum ist sie so beliebt, da auch das hat Gründe. Welche Art von Oppositionskultur gibt es? Gibt es welche Art von zu demonstrieren gibt es in Korea? Ist diese anders als bei uns oder hat die sich in Korea auch über die Jahre hindurch verändert? Zum Beispiel ein wichtiger Faktor ist das Internet in Korea. Kultur ist hier auch weit gefasst zu verstehen. Also wir wollen nicht klären, was die koreanische Kultur ist oder was der Koreaner an und für sich für eine Eigenschaft hat, sondern wir wollen immer versuchen,
die Diversität der koreanischen Kultur in verschiedenen Bereichen, zu verschiedenen Zeiten zu beleuchten und eben wie diese sich auch verändert hat. Für den Film zum Beispiel, den ich hier vorstellen möchte, bedeutet das, wann sind welche Themen überhaupt verarbeitet worden und warum sind sie zu bestimmten Zeiten verarbeitet worden. Also warum sind in den 60er Jahren Frauen häufig Protagonistinnen im Film und warum sind es ab 1997 eher Männer im kommerziellen Bereich, die eine Rolle spielen? Oder warum gibt es so eine Bewegung? Als Koreanisten verstehen wir uns auch als Kulturvermittler. Einige von Ihnen haben vielleicht sowieso schon einen bikulturellen Hintergrund, das heißt, sie haben selbst schon zwei Kulturen im Rücken und kennen das vielleicht schon, wie sie versuchen, diese Kulturen miteinander ins Gespräch zu bringen oder versuchen zu übersetzen. Also die Übersetzungsarbeit ist ja auch ein Übertragen von Sinn von der einen Kultur in die andere Kultur. Und auch das tun wir oder versuchen es zumindest. Es ist manchmal nicht ganz einfach. Der Schwerpunkt in Hamburg, das zeitlich gesehen, das sagte ich gerade, liegt im 19. bis 21. Jahrhundert. Warum 19. Jahrhundert vielleicht? Ganz kurz angerissen, im 19. Jahrhundert ist der Westen oder die westliche Kultur massiv in Ostasien eingedrungen, nach Ostasien eingedrungen, zuerst nach China und dann nach Japan und zum Schluss auch nach Korea. Und damit beginnt auch eine neue Zeit. Und wir beschäftigen uns von den Themen her mit Medien, Literatur, Geistesgeschichte. Geistesgeschichte kann man vielleicht verstehen als Zeitgeist, also dass man immer versucht festzustellen, was ist der Zeitgeist zu einer bestimmten Epoche, welche Art von Diskussionen gibt es, warum gibt es diese Diskussionen, warum sind bestimmte Moden in einer bestimmten Epoche, gibt es bestimmte gesellschaftliche Strömungen oder auch philosophische Strömungen. Ja, dann Nordkorea-Studien ist auch ein Thema, allerdings da wir eine Kulturwissenschaft sind, werden wir hier nicht Politikwissenschaft betreiben, also diese aktuelle Beschreibung der Situation zwischen Nord- und Südkorea interessiert uns weniger, natürlich müssen wir diese auch kennen, sondern wir betrachten Nordkorea eben von der Kultur aus. Also was macht die sozialistische Kultur Nordkoreas aus? Wie ist die nordkoreanische Kultur beeinflusst von der sozialistischen Kultur aus der Sowjetunion? Oder gibt es vielleicht Überschneidungen mit der sozialistischen Kultur in China? Welchen Weg hat überhaupt der Sozialismus nach Korea genommen? Über China, über Japan oder über die Sowjetunion? Das heißt eben auch, Kulturen sind nicht in sich abgeschlossen, sondern Kulturen und auch die koreanische Kultur stehen immer im Dialog mit anderen Kulturen. Jahrhundertelang war Korea im engen Verbund mit Japan und China bis eben ins 19. Jahrhundert, bis dieser entscheidende Einschnitt passierte durch den Einbruch und durch den massiven Einbruch des Westens nach Ostasien. Es gab schon vorher verschiedene Reisen von vor allen Dingen christlichen Missionaren nach China und auch nach Korea. Aber dieser massive Einbruch der westlichen Kultur passierte erst im 19. Jahrhundert. Und für den Film zum Beispiel könnte man auch, oder betrachten wir auch, welche nordkoreanischen Filme waren in China beliebt. Und da gab es zum Beispiel in den 70er Jahren eine Welle, also man könnte sagen auch eine koreanische Welle in der Volksrepublik China, da waren nordkoreanische Filme äußerst beliebt.
weil sie so schön traditionell waren. Also Kim Il-sung hatte sehr viel Wert darauf gelegt, dass in Filmen die Frauen ihre traditionellen Kleidung behalten würden. Behalten im Gegensatz zu chinesischen Filmen aus der Zeit, wo die Frauen, in denen die Frauen diese Mao-Anzüge, die sie vielleicht schon mal gesehen haben, getragen haben, also eher so ja, diese sozialistischen Anzüge. Und dann gab es eine zweite koreanische Welle, von denen einige von ihnen auch, von der einige von ihnen auch erfasst sind, die Ende der 90er Jahre einsetzte, auch von Japan und China ausging, dann nach Vietnam überschwappte und dann über die USA auch nach Europa gelangt ist. Und so gibt es eben auch diesen ständigen Dialog zwischen den Kulturen. Also Kultur ist all die Kulturen und auch die koreanische Kultur ist eine offene Kultur. Ja, und damit möchte ich Sie in die Welt der Koreanistik einladen. Ich möchte zunächst immer gerne wissen, was Sie jetzt eigentlich sehen, und dann möchte ich hinzufügen, was wir aus koreanistischer Perspektive vielleicht noch sehen. Das ist natürlich auch nicht so, dass alle Koreanistinnen gleich sehen, aber ich möchte Ihnen einfach so einen Hinweis geben, was wir vielleicht noch mehr sehen könnten, in welcher Hinsicht wir noch mehr sehen. Wer von Ihnen hatte koreanische Filme schon gesehen? Gab es da? Ah, was haben Sie denn schon gesehen? Also doch schon mehr, 3, 4. Was haben Sie gesehen, welchen Film? Oldboy, ja. Das war ja auch international ganz beliebt, ist ein Festivalfilm. Welchen noch? Sie hatten auch einen Film gesehen schon mal? Sie? Mhm. Aha. Und Sie? Das Haus am Meer hatten Sie? Und Sie hatten auch schon mal was gesehen? Oder Sie haben sich den Titel nicht erinnert. Also okay, das sind dann wahrscheinlich eher Filme jüngeren Datums, die Sie gesehen haben. Aber die Filmgeschichte ist natürlich schon viel breiter. Also ich beginne mit einem Ausschnitt aus nordkoreanischen Filmen. Und ich beginne eigentlich mit dem Emblem und möchte von Ihnen wissen, hoffentlich sehen Sie das, schauen wir mal, was Sie auf diesem Emblem sehen oder was Sie im ersten Bild sehen. So, was sehen Sie? Für diejenigen, für unsere Studierenden wäre zum Beispiel klar, dass es sich hier um Nordkorea geht, also ein nordkoreanisches Filmproduktion. Natürlich würden Sie, weil die Filmproduktionsfirma so heißt, aber warum noch? Es geht ja auch immer um Symbole. Aber jetzt erstmal, was sehen Sie? Ich dachte, man weiß das noch, wer ist bei den Bodensternen. Ah ja, okay, ja, das ist von der Webseite, ja. Aber schon mal gut, ja, das ist von einer sozialistischen Webseite. Ja, haben Sie was? Was sehen Sie? Was sehen Sie denn da? Bitte? Ja, Pegasus, genau, da haben wir, das ist ja schon mal ganz gut. Also da haben Sie so aus Ihrem, unserer Kultur irgendwas gefunden, was sozusagen vergleichbar wäre, nicht? Tatsächlich ist es, gibt es ein ähnliches Pferd, auch in Korea, in Nordkorea, nämlich das 1000-Li-Pferd. Das ist eine Legende, die überall präsent ist. Das heißt, es ist ein Pferd, was so schnell und lange galoppieren kann und was keinen Reiter gefunden hat. Und als es keinen Reiter gefunden hat, ist es in den Himmel geflogen. Das ist die Legende, aber auch jeder in Nordkorea kennt dieses Cholima-Pferd. Also zum einen steht es in Pyongyang, der Hauptstadt, und zum anderen, wenn Cholima, von Cholima-Kampagnen die Rede ist, dann weiß jeder, es geht darum, das Land nach vorne zu bringen. Das ist sozusagen ein Format,
einer Kampagne. Die erste Cholima-Kampagne war 1956. Das heißt, also unter diesem Emblem des Pferdes wurde eine großlandgelegte Kampagne im Land gestartet, um die Industrie, die Bildung, aber auch die Landwirtschaft voranzubringen. Und diese Cholima-Kampagne wurden über die Geschichte Nordkoreas immer wieder neu gestartet, wenn es wieder schwerwiegende Probleme gab. Also wenn ein Nordkorea Cholima hört, dann weiß er, es geht darum, das Land voranzubringen. Dann natürlich, das können Sie sich auch schon denken, in der Legende findet das Pferd keinen Reiter. Hier wird natürlich impliziert, dass der richtige Reiter Kim Il-sung ist, also der erste Präsident bzw. die folgenden Präsidenten. Ja, also das ist das, was immer mit Cholima in Nordkorea verbunden ist. Was haben Sie noch was gesehen? Da im Hintergrund. Jetzt muss ich gerade, wo ist es denn? Es ist mir abhanden gekommen hier. Ja, was sehen Sie noch? Da im Hintergrund, können Sie das irgendwie identifizieren, was das vielleicht sein könnte? Ja, Berge, sehr gut. Berge, Berge, beziehungsweise ein Berg oder genauer gesagt der Berg. Bei dem Berg handelt es sich um den Paektusan. Und der Paektusan ist eine Art, Sie sehen, der liegt an der Grenze zwischen Nord- und Süd, zwischen Nordkorea und China. Sie sehen ja, wo der Pfeil ist, und Sie wissen vielleicht auch, dass hier China angrenzt. Der Berg ist, steht zum einen für die Gründung des ersten koreanischen Reiches, also der erste mythologische Herrscher Koreas, der dann Korea gegründet hat und die Geschichte Koreas begonnen hat, soll dort geboren sein, Und wie kann es anders sein, auch angeblich der Sohn von Kim Il-sung, Kim Jong-il, wird, sein Geburtsort wird auch an den Paektusan verlegt. Und somit versucht die nordkoreanische Geschichtsschreibung eine Linie herzustellen vom ersten koreanischen Reich hin zur Kim Il-sung oder zur Familie Kim heutzutage. Und damit versucht es auch eine Legitimation zu schaffen als die einzige rechtmäßige Regierung Koreas, Gesamtkoreas. Ja, der Film, den möchte ich hier nicht weiter zeigen. Also dieses Emblem ist bei allen Filmproduktionen vorweg. Der Film Blutmeer, den ich jetzt näher betrachten möchte, beziehungsweise ein Zitat daraus, ist von 1969. Und Sie können auch schon dem Titel entnehmen, es ist eher ein Epos. Es handelt es geht um den Kampf, und zwar den Kampf von Kim Il-sungs Truppen gegen die japanischen Kolonialherren, die bis 1945 in Korea besetzt hielten. Und das ist ein weiteres wichtiges Moment in der koreanischen, nordkoreanischen Geschichtsschreibung, die Kim Il-sung legitimiert als den rechtmäßigen Herrscher über Nordkorea. Dieses Zitat, ich zeige es schon mal hier, wird von einem Großvater, also es geht, der Film spielt in der Kolonialzeit, es geht, wird das einfache Volk gezeigt, was unter der Kolonialherrschaft Japans leidet, also eine typische Stereotypisierung auch, das gute, leidende koreanische Volk versus den bösen japanischen Kolonialherren. Es geht darum, um eine Familie, und diese Familie wird aus dem Dorf vertrieben, und auf dem Weg trifft diese Familie dann
einen älteren Mann und der erzählt ihnen folgende Geschichte. Vor einigen Jahren hat eine Sternschnuppe am Gipfel des Berges unserer Vorfahren, Pektusan, Sie sehen die Bedeutung, brillantes Licht versprüht. Dieses Jahr hat General Kim Il-sung im Vorfrühling Truppen mobilisiert. Es verbreitet sich die Nachricht überall, dass der General mit der Lebensenergie des Pektusan geboren ist, das klare Wasser des Tongji-Sees, Sie haben eben gerade den See gesehen, auf dem Pektusan trinkt und den Weg vervollkommnet, dass er die Kontrolle übernimmt, 1000 Li pro Tag läuft, hier haben wir das, und die ausländischen Gesellen zerschmettert. Also Sie haben hier das, auch das 1000 Li Pferd drin, den Pektusan drin. Was fällt Ihnen noch auf vom Stil her? Kennen Sie diese Art von Stil vielleicht aus unserer Kultur? Brillantes Licht versprüht, also irgendwas erstrahlte. Wir hatten ja gerade Weihnachten. Ja, aus dem Christlichen, nicht? Also das Christentum war auch durchaus schon im 19. Jahrhundert verbreitet. Korea rühmt sich, die größte Anzahl katholischer Märtyrer außerhalb des Westens zu haben. Also es gab auch diverse Christenverfolgungen. Also ein christliches Element, also auch Kim Il-sungs Familie ist vom Christentum beeinflusst worden. Ja. Ich komme nun zu einem weiteren Beispiel. Also das ist so 60er Jahre, haben Sie so diesen pathetischen Filmstil 70er Jahre, der sich hauptsächlich um die Mitglieder der Familie Kim rangen und deren Heldentaten. Und nun haben wir einen etwas anderen Film, das wollen wir mal gucken, von 1998. Ja, und zwar so. Also es geht darum, um ein Basketballteam, das aus der Familie, einer Großfamilie rekrutiert wird. Und es geht natürlich darum, zu gewinnen. Lass ich gerade mal hinschauen. Ja. Also auch diese Art des Stoffes kennen Sie natürlich auch aus unserem Film heraus. Also da fragt sie, ob sie mit in die Mannschaft darf, das ist eigentlich auch evident. Ja, also die Zeit läuft.
직무를 수여하겠습니다. 우리의 위대한 연구자 김정일 동지께서는 전국 고등중학교 농구경기 종합보고를 받으시고 매해 경기마다에서 우승한 광천고등중학교 체육교육 사업을 높이 평가하셨습니다. 그러시면서 그이께서는 후대교육 사업과 대중체육 발전을 위해 한생을 바쳐온 윤상구 동지에게 고등체육인 칭호를 연마 Spul mal ein bisschen vor. So, ich muss noch mal eins vorweg sagen. Sie wundern sich vielleicht über die schlechte Qualität. Es ist besonders schwierig, an nordkoreanisches Material zu kommen. Also zum Teil, manches gibt es schon auf YouTube, manches, bei manchen bediene ich mich auf Webseiten, die in China erscheinen. Also es ist äußerst schwierig, also insofern wundern Sie sich nicht. Was ist Ihnen aufgefallen? Oder fanden Sie was erstaunlich für einen nordkoreanischen Film? Oder fanden Sie irgendwas Typisches, was Sie erwartet hätten? Haben Sie... Ja? Ja? Ja, ja, von der Narration ist es ähnlich, nicht? Es geht um ein Baseballteam, Basketballteam und dann wird letztendlich der Sieg errungen. Wundert Sie nicht irgendwas? Basketball, was ist denn das für eine Sportart? Ja? Genau, eigentlich eine amerikanisch-imperialistische Sportart, ja. Was noch? Was ist Ihnen vielleicht noch aufgefallen? Musikalisch? Diese sehr, also einmal von der Sprechweise, ich weiß nicht, ob Sie das so ein bisschen mitbekommen haben, dieses sehr emotionale Sprechen. Haben Sie vielleicht schon mal Nachrichtensprecher, meistens sind es Sprecherinnen, gehört? Das ist so eine bestimmte Art zu sprechen, die auch hier wieder, die auch hier wieder zum Tragen kommt, also dieses Lob huldigend, emotionale Art zu sprechen. Was noch? Haben Sie sich... Also einmal natürlich, die Helden sind jetzt hier eher die kleinen Leute, scheinbar die kleinen Leute. Also in den 80er Jahren sind so die sogenannten versteckten Helden, hat man sie genannt, Thema von Filmen geworden, also nicht mehr nur diese Führungspositionen, weil es in den 80er Jahren auch schon massive Schwierigkeiten gab in der Versorgung der Bevölkerung und man wollte auch die Bevölkerung stärker an sich binden. Und in den 90er Jahren kam weiterhin die Loyalität zur Partei, wurde besonders zum Thema gemacht. Haben Sie sich mal diesen Großvater angesehen, also der mit dem Anzug? Ja. Haben Sie sich diesen Großvater, also den hier mal angesehen? Ja, Kleidung. Und haben Sie schon mal Bilder von Kim Il-sung gesehen? Genau, selber Haarschnitt. Genau das ist gemeint. Also dieser Basketballspieler steht für Kim Il-sung, also auch diese Art, wie gerade eben solche Bilder, dass Kim Il-sung umringt ist vom Volk, finden Sie ganz häufig. Und genau diese Bilder werden auch transportiert über diesen Großvater mit seiner mit seinem Familienteam. Und die Familie natürlich wiederum, beziehungsweise das Team, können Sie sich vorstellen, steht für das koreanische Volk, was dem großen Führer Kim Il-sung folgt. Ja, dann komme ich zum südkoreanischen Film. Auch da gibt es unterschiedliche Dinge, die Sie
die Sie sehen können. Zum einen jetzt zum Film Sopyeonje. Dieser Film geht über eine Familie von Wandersängern, kann man sagen. Ein Vater mit zwei Kindern, die über Land ziehen, so in den 50er Jahren, um ihr Geld verdienen. Und jetzt erstmal so eine kurze Einführung zu dieser Familie, also eine Szene, ein Ausschnitt dazu. Was haben Sie für einen Eindruck von dem Gesang oder überhaupt von diesem Ausschnitt? Ja? Es ist ein traditioneller Gesang, es gibt verschiedene, genau. Für ein Gesang ist das? Also vom Gefühl her, wenn Sie das hören, was für ein Gefühl transportiert dieser Gesang. Ja? Leidend, genau, leidend. Ja, es ist ein leidender Gesang, ist so gepresst, nicht? Genau. Also dieser Gesang heißt, also diese Art des Gesangs heißt Pansori und ist im 18. Jahrhundert aufgekommen. Ah, Sie kennen Pansori? Ja, waren Sie schon bei der Veranstaltung im Museum für Völkerkunde? Ja, sehr schön. Es ist meistens so, dass es ein einzelner Sänger ist bei einer Vorführung und dann eine Trommel dazu. Und in diesem Gesang werden einzelne Geschichten erzählt, also beliebte Geschichten. Und die Sänger damals sind dann von Dorf zu Dorf gezogen, um sich so ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Haben Sie erkannt, wie der Gesang hieß? Oder haben Sie das schon mal gehört? Adidang, ja? Adidang, genau. Adidang gibt es heute, es gibt Adidang TV und so weiter. Ja, Sie, also ist Ihnen ein Begriff. Adidang an sich ist eigentlich ein Volkslied. In der japanischen Kolonialzeit war Adidang gleichbedeutend für ein Widerstandslied. Und darum geht es auch, um Widerstand. Also immer wenn Adidang ertönt, dann weiß man, es geht irgendwie. Oder zumindest sollten Sie daran denken, dass es auch um Widerstand aus dem Volk herausgeht, aus dem einfachen Volk herausgeht. Warum hat der Filmemacher hier Pansori gewählt? Pansori steht für eben diese Widerstandskultur, denn 1993 war Korea nach langer Zeit der Militärdiktatur noch eine relativ junge Demokratie. 87 fanden erst überhaupt wieder die demokratischen Wahlen statt. Und diese Oppositionskultur, die hat versucht, die eigentliche koreanische Kultur wiederzufinden. Also zuerst gab es die japanische
japanische Kolonialzeit, die versucht hat, die koreanische Kultur zu definieren. Dann gab es die Militärdiktatur, die auch eine eigene Vorstellung hatte von der koreanischen Kultur. Traditionell ist die koreanische Kultur auch immer wieder beeinflusst gewesen von der chinesischen Kultur, das heißt besonders die Hochkultur, Konfuzianismus, die Hochliteratur sind an China, sehr stark an China orientiert gewesen. Und so versuchte nun diese Opposition im jungen Korea, die Kultur aus dem Volk heraus oder im Volk wiederzufinden, die sozusagen unbefleckt war von japanischer Kolonialzeit, von westlichem Einfluss, aber auch vom traditionellen chinesischen Einfluss. Und Pansori ist eben, steht für diese Kultur, also ist eine wichtige Kunstform, die von dieser Oppositionskultur gefördert wurde. Ich muss gerade mal gucken. Zum anderen könnte man, wenn Sie sich ein bisschen auskennen in unserer Filmgeschichte, könnte man vielleicht auch denken, es ist ein nostalgischer Film oder es ist in irgendeiner Weise ein Heimatfilm, der Förster in Silberwald, wo auch immer wieder lokale Traditionen vom Land thematisiert werden. Also die Geschichte geht darum, dass sich diese Familie auseinanderbricht, dass der Gesang ist nicht mehr rentabel, der Bruder verlässt die Familie und versucht sein Glück in der Stadt und dann kommt irgendwann der Bruder wieder zurück und macht sich auf die Suche nach seiner Schwester. So. Das ist der Bruder, genau. Was ist jetzt passiert? Also wenn Sie haben ja den ersten Ausschnitt gesehen, diese glückliche Familie, die von Dorf zu Dorf zieht. Welchen Eindruck machen jetzt die Geschwister auf Sie? Ja? Ja, verunsichert, traurig, weil er so weit entfernt ist. Was macht die Schwester für einen Eindruck? Oder wie ist er? Jetzt bleiben wir bei ihm. Wie ist er? Was können Sie noch sagen zu dem Film? Zu ihm? Ja? Ja, verunsichert vielleicht auch. Dann Kleidung. Haben Sie vielleicht gerade gesehen, westliche Kleidung, nicht? Also er steht für die für denjenigen Teil des Volkes, des koreanischen Volkes, das in der Modernisierung angekommen ist. Also in den 60er und 70er Jahren hat unter der Militärdiktatur wurde die Modernisierung massiv vorangetrieben, auch auf Kosten des einfachen Volkes. Aber er scheint irgendwie angekommen zu sein, scheint aber auch irgendwie noch zu verharren in der Tradition. Ja, was wollten Sie noch sagen? Wollten Sie noch was sagen? Ach so, die Schwester. Was? Sie singt. Aber sie sieht auch, die Haare sind nicht mehr so ordentlich, das Gesicht ist irgendwie
welker geworden. Also was hier gezeigt werden soll, ist, dass die, die koreanische Volkskultur am untergeht in der Modernisierung. Gleichzeitig möchte aber der Filmemacher hier auch die Botschaft verbreiten, dass Pansori, also diese Form des Gesangs, trotzdem noch Teil der koreanischen, auch in der Modernisierung durch den Bruder, noch Teil der koreanischen Kultur bleibt, auch wenn sie nicht mehr die Hauptrolle im koreanischen Leben, also im Alltag spielt. Dieser Film, wenn Sie jetzt weiter lesen könnten oder in Korea gerade gewesen wären, wüssten Sie, dass dieser Film ein wahres Pansori-Syndrom ausgelöst hat. Es gab im Fernsehen verschiedene Sendungen zu Pansori, verschiedene, die Pansori-Schulen hatten, Hochkonjunktur, jeder versuchte sich irgendwie im Pansori. Auch das sehen Sie erst, wenn Sie sich näher dann damit beschäftigen. Dann einen weiteren Film, vielleicht kennen Sie den, das ist relativ neu. Dieser JSA ist die Joint Security Area. Also Sie wissen ja, dass Nord- und Südkorea entlang des 38. Breitengrades getrennt sind. Da gibt es auch so eine Art, so eine entmilitarisierte Zone. Und in dieser entmilitarisierten Zone, beziehungsweise an einem Stützpunkt, nämlich dem Stützpunkt Panmunjom, spielt dann dieser Film. Und es geht darum, also angekündigt ist der Film, mach das mal, als, oder beziehungsweise als in der Einleitung steht, der Todesstreifen zwischen Nord- und Südkorea ist seit dem Fall des Eisernen Vorhangs schlimmer denn je. Was würden Sie erstmal erwarten? Vielleicht so eine Art kalte Kriegsszenario, Agenten-Thriller oder so etwas in der Richtung, nicht? Das bekommen Sie auch. Es geht hier um einen Zwischenfall zwischen nord- und südkoreanischen Soldaten und dieser Zwischenfall, in diesem Zwischenfall werden zwei nordkoreanische Soldaten getötet, aufgefunden und nun kommt eine Vertreterin des Neutralen aus der Schweiz, um diesen Fall aufzuklären. Warum aus der Schweiz? Weil die Schweiz mit Schweden zusammen diesen Joint Security Area verwalten und beaufsichtigen. Auf Panmunjom befinden sich auch die Häuser, in denen immer wieder Gespräche zwischen Nord- und Südkorea stattfinden. Und Sie sehen hier die blauen Häuser und durch die Häuser hindurch sehen Sie dann die Grenze. Also das heißt, Nordkorea geht von der einen Seite rein, Südkorea geht dann von der anderen Seite rein, die Vertretung. Und so finden dann die Gespräche statt. Also das ist eine hermetische Grenze. Es gibt auch, anders als zum Beispiel Sie das vielleicht aus der DDR kennen, und Sie kennen es nicht mehr, aber wir kannten es, gab es keinerlei Kontakt außer ganz wenig organisierten Familienzusammenführungen, keine Briefe, keine Telefonmöglichkeiten. Also eine sehr undurchlässige Grenze. Zeige ich Ihnen das Besondere an diesem Film. Dieser Film wiederum ist entstanden oder ist schon Teil dieser dieser koreanischen Welle. Und zwar die Welle wurde von den großen Konglomeraten, also Konglomerate sind Firmen, die verschiedene Sparten haben in ihren Produkten, die sogenannten Chaebol, vielleicht haben Sie das auch schon mal gehört, die sogenannten Chaebol wie Samsung, Samsung kennen Sie sicherlich, finanziert worden in den 90er Jahren und deswegen hat auch der koreanische Film einen so großen Aufschwung gehabt. Also das heißt auch von ihren Sehgewohnheiten jetzt
wird dieser Film Ihnen auch oder von Ihren Hollywood-Sehgewohnheiten eher entsprechen als die Filme, die wir jetzt gerade gesehen haben. Da geht es um einen schon an sich sehr bemerkenswerten Teil des Films, um ein Zusammentreffen zwischen nord- und südkoreanischen Soldaten nachts. Und zwar ist die Geschichte so, dass ein Soldat, einer der südkoreanischen Soldaten aus Versehen nachts einmal in eine Mine getreten ist und er wird von einem nordkoreanischen Soldaten gerettet. Und jetzt sitzen die beiden vier Kameraden zusammen. Ja. Was haben Sie jetzt gesehen? Also können Sie sich vorstellen, warum das ein bemerkenswerter Film ist? Ja, genau. Also seit dem Koreakrieg 1953 haben sämtliche Regierungen eine stark antikommunistische Politik. Das heißt, auch die Gesetzgebung ist so, dass kommunistische Anhängerschaft oder auch nur der Verdacht einer kommunistischen Anhängerschaft oder einer Sympathie geahndet wird. Also diese Fronten sind nicht nur absolut in der Grenze, sondern sie sind auch so absolut, auch im täglichen Leben. Und zuvor sind Nordkoreaner oder Nordkorea in Filmen immer entweder als das Böse oder stereotypisiert oder es ist irgendwie ein schwarzes, gesichtsloses Loch, was so ein lauernder Feind, der irgendwie nicht genauer gezeigt wird, dargestellt. Und das ist eben etwas ganz Besonderes, dass hier plötzlich nordkoreanische und südkoreanische Soldaten feixend zusammen in einer Hütte sitzen und Spielchen spielen.
Und warum ist das so besonders? Also warum gerade in dieser Zeit ist es möglich, ist es von der Zensur nicht verboten worden oder ist es möglich, so etwas zu zeigen? Das hat mit der Sonnenscheinpolitik zu tun. Also Kim Dae-jung hat eine Sonnenscheinpolitik betrieben, das heißt, er ist auf Kim Jong-il zugetreten. Diese beiden haben sich in einem historischen Gipfel in Pyongyang, das erste Mal, dass ein südkoreanischer Präsident nach Pyongyang gereist ist, zusammengetroffen und Gespräche geführt. Er hat dafür auch dann den Friedensnobelpreis bekommen. Und das hat auch natürlich sich im Filmschaffen wiedergespiegelt. Also auch Nordkoreaner werden heutzutage anders dargestellt, also menschlicher dargestellt. Es wird ein Unterschied gemacht zwischen dem nordkoreanischen Volk und der nordkoreanischen Regierung. Also die Darstellung ist differenzierter geworden. Der letzte Filmausschnitt, den ich Ihnen zeigen möchte, ist, da zeige ich Ihnen den Trailer, Peppermint Candy, haben Sie den schon mal gehört? Beschreiben Sie mir gleich mal, was Sie da sehen, also was für einen Film Sie erwarten. Ja, was für einen Film erwarten Sie? Ja? Ja. Ja. Ja, also erstmal geht es darum, dass jemand nicht vergessen kann, also irgendwie verzweifelt ist, weil er nicht vergessen kann. Und er kann zwei Dinge nicht vergessen. Zum einen die Liebesgeschichte, die Sie identifiziert haben. Und zum anderen, und das ist wiederum das Interessantere noch, was den Film so interessant macht, ist die persönliche Beteiligung an Polizeieinsätzen, also an der Verfolgung von Oppositionellen, also er war verfolgt, war beteiligt an Folterungen während Verhören und er war beteiligt an, und das ist ein ganz wichtiger Moment in der koreanischen Geschichte, 1980, dem Gwangju-Massaker, also in Gwangju. Gwangju ist eine Stadt im Südwesten und in dieser Stadt hatten sich eine große Anzahl von Studierenden, aber auch Vertreter aus dem einfachen Volk versammelt, um die Demokratie einzufordern und einzufordern, dass das Kriegsrecht aufgehoben wird. Also wir befinden 1980, befinden wir uns in einer Militärdiktatur. Der eine Militärdiktator ist gerade ermordet worden vom Geheimdienstchef und es kommt ein kurzer Solar Frühling, Sie kennen vielleicht auch den Begriff Prager Frühling, auf und Hoffnung, dass sich nun Korea in eine Demokratie verwandelt. Und ja, und in dieser Stadt haben dann hat sich eine große Anzahl von Demonstranten versammelt
und über mehrere Tage diese Stadt belagert. Und schließlich wurde die Demonstration aufgelöst, indem die Regierung paramilitärische Truppen in die Stadt abberufen hat und dann unzählige Opfer gab. Also das war 1980. 1987 war erst die erste demokratische Wahl überhaupt, wieder nach dieser Periode der Militärdiktatur. Und der erste Film oder die erste Serie eigentlich, die sich überhaupt mit diesem Gwangju-Zwischenfall, Massaker, je nachdem, welche Sichtweise sie haben, beschäftigt oder beschäftigen darf, ist 12 Jahre später. Also diese Gwangju-Demonstrationen sind sofort, nachdem paramilitärischen Truppen nach Gwangju geschickt wurden, ist eine Nachrichtensperre verhängt worden. Also auch viele in der koreanischen Bevölkerung wussten gar nicht von diesem Massaker. Und es wurde sehr lange Zeit totgeschwiegen und auch die Verantwortlichen nicht gerichtlich belangt. Und das ist der ist 2000 rausgekommen, ein ganz wichtiger Film, der auch dazu beiträgt, zur Aufklärung. Was ist Ihnen noch aufgefallen? Sie haben gerade so ein bisschen den Mann nachgemacht hier vorne. Genau, was finden Sie daran ungewöhnlich? An dem Mann, finden Sie das ungewöhnlich? Wie ist denn der Mann? Ja, eher so hysterisch, ne? Überdramatisiert, emotional, was man so aus so Weepy-Filmen kennt, nicht? Und auch das hat einen Hintergrund, dass es diese Art von Männerrollen gab im Film. Denn 1997, davon haben Sie vielleicht gehört, gab es die Asienkrise, die Korea massiv in die koreanische Wirtschaft massiv in Schwierigkeiten brachte. Und nicht nur die Wirtschaft, mit der Wirtschaft auch gelangten die Männer als sozusagen Haupternährer, die so arbeitslos wurden, in eine Krise. Und diese Krise der Männer wird dann eben auch in Form dieser emotionalen, überdramatischen, hysterischen Männer in Filmen dargestellt. Und überhaupt geht es Ende der 90er Jahre, so Jahrtausendwende, sehr viel um Männer. Es gibt zwar auch Frauen in den Filmen, aber die tragenden Rollen sind tatsächlich von Männern besetzt. Ja, das wäre mein kurzer Einblick in die Koreanistik oder wie wir sie betreiben. Das ist jetzt natürlich nur anhand des Films. Es gibt vielzählige weitere Themen. Haben Sie noch Fragen zum Studium? Wie gesagt, zwei unserer Studierenden sitzen da, sind kurz vor dem Abschluss, also sie können schon relativ viel über das Studium sagen. Ja? Also dass man, ja, es geht darum, dass sie Koreanisch lernen, natürlich, sie fangen ja erst an, das heißt, im ersten Jahr können sie natürlich noch keine koreanischen Texte lesen, so richtig mit Texten fangen sie dann im dritten Jahr an und sie lesen natürlich Texte auf Deutsch, aber da das Koreanistik als Fach sehr klein ist, müssen sie auf jeden Fall auch Englisch lesen können. Aber da finden sie sich auch ein, also sie müssen einfach die Bereitschaft haben, Englisch zu lesen. Und sie finden sich mit der Zeit auch ein. Ja? Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Ja, dann schon. Sind es denn 4 Semester oder 2 Semester? Es sind 8 Semester insgesamt. Also es sind 2 Semester länger als in anderen Fächern. Zum einen, weil Sie natürlich die Sprache lernen müssen, wenn Sie zusätzlich lernen müssen. Die Koreanistik hat auch noch eine zweite Sprache.
Als zweite Sprache wählen Sie dann Chinesisch oder Japanisch noch dazu. Das erlaubt Ihnen dann auch noch im Gesamtkontext Korea zu sehen. Und es ist verpflichtend, dass Sie ein Semester, mindestens ein Semester, viele gehen auch zwei Semester nach Korea gehen, an einer unserer Partneruniversitäten und einen Koreanisch-Intensivkurs absolvieren. Aber Sie machen natürlich nicht nur die Sprache, sondern Sie lernen einfach auch so Umgangsformen, Land und Leute kennen. Ja. Achso, Sie wollen wissen, was die Berufschancen sind oder was Berufsaussichten. Ja, das ist überhaupt unsere Kulturwissenschaften sind natürlich nicht so, wie wenn Sie Medizin studieren, dass Sie hinterher einen Beruf haben, sondern Sie müssen sich selber orientieren. Das hängt zum einen natürlich von Ihrem Nebenfach ab. Es gibt ganz unterschiedliche Kombinationen. BWL ist eine Kombination, Medien ist eine Medienwissenschaften. Oder Pädagogik, also davon hängt das so ein bisschen ab, in welche Richtung Sie gehen. Und zum Zweiten absolvieren Sie oder viele von Ihnen auch ein Praktikum, das können Sie auch mit in das Studium einbringen. Ja, oder Museum. Nein, also mit Japanologie und Sinologie, die drei Fächer schließen sich gegenseitig aus. Aber die Besonderheit der Koreanistik ist, dass anders als Japanologen und Sinologen, sie zumindest eine der beiden Sprachen lernen, Chinesisch oder Japanisch. Das klingt jetzt erstmal viel. Ich kann Ihnen vielleicht sagen, dass Japanisch, ich weiß gar nicht, nee, Japanisch von der Grammatikstruktur sehr, sehr ähnlich dem Koreanischen ist. Also das, wenn Sie Koreanisch lernen, dann haben Sie schon mal vom Japanischen her die grammatikalische Struktur gelernt. Das fällt Ihnen leicht. Und beim Chinesischen wiederum haben Sie den Vorteil, dass Sie noch mehr chinesische Zeichen lernen und auch, obwohl heute sehr, bis heute wenig, oder die letzten 20 Jahre wenig Zeichen, chinesische Zeichen im Koreanischen verwendet werden, spielen Sie doch eine Rolle. Und jetzt auch wieder, also es findet gerade so eine Renaissance dran statt, der chinesischen Zeichen in der koreanischen Sprache. Und wenn Sie irgendwie mal rausfinden, wie die Aussprache ist, die ist nämlich ganz ähnlich, also wenn Sie so ein bisschen Intuition dafür kriegen, dann lernen Sie auch gleichzeitig schon mit dem Chinesischen auch wieder Vokabeln fürs Koreanische mit. Haben Sie noch Fragen? Ansonsten können Sie sich auch immer gerne nochmal schriftlich an uns wenden oder wir haben auch unsere Homepage Koreanistik am Asien-Afrika-Institut oder wie gesagt an die Fachschaft und unsere Studierenden, wenn Sie noch Fragen haben.